Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar geht es um die Blissim Box. Das ist jetzt ein bisschen schwer, euch die in die Kamera zu halten, weil das ein bisschen merkwürdig dieses Mal ankommt. Schaut so aus. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim Box ist eine Beauty Box aus Frankreich. Sie erscheint eigentlich monatlich, enthält normalerweise so 5 Beauty Produkte, die manchmal in Full Size und manchmal in Travel Size daherkommen. Der Wert der Box ist jetzt nicht so überragend, manchmal überrascht er uns dann schon, aber ich finde, dass die Produkte, die in der Box mit drin sind, doch sehr brauchbar sind. Und das, finde ich, macht die Box ziemlich aus. Ich habe sie mir damals abonniert, weil ihr sie mir empfohlen habt. Und daraufhin habe ich sie abonniert. Ich habe auch schon die liebe Unbox Butterfly Nicole damit angefixt, habe ich gesehen. Mehrfach. Ich gucke immer ihre Videos. Ich bin immer super interessiert, weil die Produkte manchmal ein bisschen unterschiedlich sein können. Je nachdem, welches Beauty-Profil man so hinterlegt hat. Weil die Blissim Box noch zu den Boxen gehört, die da sehr, sehr intensiv drauf achten. Und das finde ich mega geil. Die Blissim Box ist ja eine französische Box. Genauso wie bei der My Little Box auch, machen die das so, dass die Monate Juli und August zusammenfassen und einem dann quasi eine Box schicken, die einen ja quasi doppelten Wert hat, aber sie kostet auch das Doppelte. Die haben da auch wohl so eine Sommerpause und deswegen ist das so. Ich muss mir was trinken, weil, boah, ist das so warm. Leider hatte die Blissim Box ein paar Probleme, sodass sie die Tasche nicht mitliefern konnten. Deswegen kommt das hier auch ein bisschen unschick daher. Wir haben die Produkte nämlich in einen Briefumschlag gepackt. Hätte eigentlich eine Tasche sein sollen, die wird aber nachgeliefert. Ne? Also die kommt dann demnächst. Und ja, hier haben wir das Motto quasi, il est l'heure de plonger dans le grand bleu. Also es ist quasi die Stunde in das große Blau zu springen und oder zu plumpsen, weiß ich nicht. Steht halt hier jetzt so im Deckel drin. Ich denke, wir hätten dann irgendwie eine geile, schöne blaue Tasche oder so gekriegt. Ich weiß nicht, ob man auswählen konnte, welche Farbe man möchte. Letztes Jahr konnte man das. Keine Ahnung. Dann haben wir hier auch nochmal einen Code über 15 Euro drin. Den kriegen wir immer mal wieder. Der ist immer wieder mit dabei. Achtung, bei den Produkten oder auch bei dem Heftchen und bei dem Online-Shop, das Ganze ist auf Französisch. Das ist so der einzige Haken bei der ganzen Geschichte, meiner Meinung nach. Ansonsten finde ich die Box nämlich echt cool. Und ja, die blaue Stunde ist das Motto. Interessantes Motto. Hier haben wir dann auch nochmal einen 20% Code. Also du kriegst ständig irgendwelche Codes, dann kannst du deine Punkte einlösen und so weiter. Und hier geht es dann auch ab, ne? Also dass alles blau ist und alles schön ist und man sieht das Meer und alles ist beruhigt. Und der Sommer ist da, diese Jahreszeit ist wunderbar, davon kann man profitieren. Und am Horizont sieht man irgendwas Blaues. Ich übersetze gerade sehr frei, Leute, ne? Ja, das alles ist wunderbar. Es ist irgendwie so wie in Ibiza und deswegen sind auch die Produkte wie in Ibiza. Ich bin sehr gespannt. Es wird halt sommerlich werden, seien wir mal ehrlich. Genau, vielleicht lasse ich euch die Übersetzung auch mal durchlaufen. Dann haben wir hier auch immer wieder so neben den Produkten, die hier abgebildet sind, ein bisschen Informationen zu Sondereditionen, ne? Dass wir Edition Limité du Ton pour Soir, Blissim und Soir, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwelche Spezialeditionen, Limited Editions und die lohnen sich wirklich immer sehr, muss ich wirklich sagen. Ich bestelle sie mir aber nicht, weil ich so viele Boxen habe, dann bestelle ich keine Limited Editions so, ne? Ab und an habe ich mal so eine Mama-Box oder so bestellt, wenn eine Freundin zum Beispiel Mama geworden ist. Das finde ich jetzt schon wieder geil. Von Clarin gibt es wohl eine Sommeredition, die habe ich auch tatsächlich gesehen bei Astrid. Nein, Beauty Overage Astrid, die hat das, glaube ich, vorgestellt. Und das Design hat mich so angesprochen, ne? Das ist schon cool. Ja, so dies und das und alles Mögliche und halt alles auf Französisch und so, ne? Ja, muss man... Oh, im September... Leute, falls ihr die Box übrigens abonniert... Ich rede nicht immer in ganzen Sätzen, ne? Falls ihr die Box abonnieren möchtet, unten in der Infobox habe ich euch einen Link reingesetzt. Damit bekommt ihr auch Rabatt auf den Online-Shop. Ne? Ich bekomme dadurch auch tatsächlich ein bisschen so Points, die ich sammle im Blissim Online-Shop, womit ich dann da zum Beispiel auch Produkte nachkaufen kann. Hier steht zum Beispiel drin, dass wir im September damit rechnen können, dass wir eine Kooperation mit MAC haben werden. Und Leute, hier ist Lidschatten abgebildet und Lippenprodukte. Und ich glaube, wir werden diesen Lidschatten drin haben
und eins dieser drei Lippenprodukte. Na, kann das wohl sein? Es könnte sein, dass man auch eine Nachricht bekommt, wähl dir eine Farbe aus. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Ich glaube, da würde ich mich auch für die mittlere Farbe entscheiden. Finde ich auf jeden Fall klasse. So, falls ich euch zu viel laber, Timestamps, einfach weiterhüpfen, ne? Dann hört die Frau automatisch auf und zeigt endlich Produkte in die Kamera. Wir machen mal diese nicht ganz so ansehnliche Tüte mal auf, die aber sehr schwer ist. Und man darf halt echt nicht vergessen, man zahlt ja auch das Doppelte für die Box. Deswegen ist der Wert jetzt auch so krass. Trotzdem. Wir gucken mal rein. So, das erste, was hier drin ist, und das ist so ein kleines süßes Produkt, das ist ein Deo, würde ich sagen, oder? Le Baume oder ein Balm. Le Petit Prodige. Keine Ahnung, 100% natürliches irgendwas. Und das ist so ein kleines Mini-Düschen. Und ich glaube, das versprüht hier gerade schon voll den Duft, oder? Irgendwas? Oh. Ich weiß nicht, bist du das? Riechst du so? Nee, das riecht nicht so. Das riecht nach Creme einfach nur. Wie gesagt, wir haben ja auch die Beschreibung drin, die halt echt alle auf Französisch sind. Das ist immer so eine etwas schwierigere Kiste. Und 10 ml haben wir hier drin. Und das ist ein Gesichtsbalm. Nee, Handbalm. Dans le creux de votre main. Et utilisez le comme soin du visage, du corps. Ach, du kannst es auch aufs Gesicht und auf die Körper geben. Es ist so ein universeller Balsam, ne? Kannst du auf Hände, Gesicht und Körper geben. Ja, das soll dann entsprechend alles toll machen. Ja, okay. Bin ich kein Fan von. Ich mag nicht so gerne solche Dosen, wo ich mit dem Finger rumfriemeln muss. Ich mag lieber Tubencremes, dieses klassische. Dann gucken wir uns das nächste Produkt an. Oh, von Respire haben wir hier etwas mit drin. Das ist eine französische Marke. Gelcreme Hydratant für normale bis Mischhaut. Es ist eine Gelcreme. Das ist schon mal sehr interessant. Make your body a priority. Okay. Ja, das ist für den Körper, ne? Eine feuchtigkeitsspendende Körpercreme. 50 ml sind hier drin. Sowas ist ganz gut nach dem Sonnenbaden zum Beispiel, damit du deiner Haut einfach wieder ein bisschen mehr Feuchtigkeit zurückgibst. Und ich habe auch von Respire so eine After Sun Lotion und die riecht richtig gut. Ich glaube, das riecht auch so. Das riecht sehr, sehr angenehm. Mit Millepertuis. Ich weiß nicht, was Millepertuis sind, aber das ist da auf jeden Fall drin. Hyaluronsäure ist mit dabei und irgendwas mit Mandelkram ist auch da mit bei. Ja, ist auch cool. Vegan und so weiter und so fort. Nice! Das gefällt mir. Das nächste. Das ist auch wieder groß. Luxiol Après Shampooing Fortifiant. Okay, ich weiß nicht, was das machen soll. Mit Provitamin B5 und Vitamin PP. Das ist für Vitalität, für die Haare. Après heißt nach, ne? Nachdem du die Haare schaffst. Ja, ist das dann quasi wie eine Spülung quasi? Hätte ich jetzt gedacht, ne? Ja, also das macht man sich dann in die Haare. 2 bis 3 Minuten einwirken lassen. Okay, also so ein Zwischending zwischen Conditioner und Haarkur, würde ich dann dazu sagen. Damit du nochmal, nachdem die Sonne ja auch der Haare ausgesetzt... Die Haare der Sonne ausgesetzt waren, dann werden die ja auch so strohig, bei mir auf jeden Fall. Dann gibst du denen nochmal den extra Feuchtigkeitskick. Das finde ich auch cool. Ist jetzt keine super ansprechende, mega fancy Verpackung. Aber ich glaube, das Produkt wird ziemlich gut sein. Also ich vermute es, ne? Mal gucken. Riecht auf jeden Fall frisch. So, dann gucken wir mal weiter. Und das ist halt wirklich jetzt für mich eine Surprise, weil ich greife die ganze Zeit so in die Tasche rein und weiß nicht, was ich rausziehe. Oh, das hatten wir schon mal, glaube ich. Amika, also jedenfalls die Marke Soul Food Nourishing Mask. 20 ml sind hier drin. Ich würde vermuten, weil Amika eine Haarmarke ist, dass es eine Haarmaske ist. Dann wird es bei mir nicht so Ewigkeiten halten. Ja, Cheveux. Genau, 5 bis 7 Minuten machst du das in die Haare rein, also lässt du das einwirken und dann kannst du es auswaschen und das soll die Haare auch wieder nähren. Okay, aber jetzt haben wir quasi doppelt gemoppelt hält besser, ne? 2 Haarprodukte. Ja, okay. Das hätte man jetzt auch ein bisschen in so etwas, ein bisschen mehr anders gestalten können, ne? Dann habe ich hier das nächste Produkt von Emco Beauty. Das kommt in mein Fullface Beauty Boxen rein. Und zwar ist es ein Peachy Gloss. Ach, du ahnst es nicht. Wow. Okay. Blöd ist halt nur an allererster Stelle, da achten ja viele drauf, ist mein Mineralöl, ne? Ich glaube, das wird einigen nicht gefallen. Okay, aber wir haben hier halt einen Lipgloss mit dabei und der ist in so einem schönen Nude. Jo.
auf jeden Fall passend für den Sommer. Wenn du auch so einen relativ ungeschminkten Look hast, jetzt knackt das meine Hüfte. Nicht so wie ich gerade, ich habe ja sehr bunt und fancy gerade, weil ich Bock drauf hatte. Sondern wenn man sich einfach einen sehr dezenten Look dazu auf die Lippen geben möchte, kann man sich das gönnen, ne? Ja gut, wie gesagt, Full Face Beauty Boxen, da wird es ausgetestet. Das mit dem Mineralöl ist natürlich schon eine Sache für sich. Das für eine geile Farbe. Das kommt auch in meinen Full Face Beauty Boxen, weil das kommt auf meine Nägel. Die sind jetzt ja gerade ungemacht, aber dann kommt es drauf. Le Rouge à Ongle, Vernis à Ongle. Ich weiß nicht, wie heißt denn die Farbe? Menil-Montant vielleicht? Menil-Montant. 8 ml sind hier drin. Das ist so ein richtig schöner, hell-lavendelfarbener Nagellack. Ist der schön? Den mag ich gerne leiden. Den finde ich toll. Da freue ich mich drauf, den zu verwenden. Wie sieht denn das Pinselchen aus? Da bin ich auch immer sehr neugierig. Ja, das sieht nicht so. Muss ich ausprobieren, ne? Das sieht nicht so super fein aus. Also die Haare, ne? Das ist bei mir immer so eine Sache, weil ich habe sehr runde Nägel. Und dann hat man immer Probleme, wenn das halt sehr dicke Härchen sind. Dann habe ich immer Probleme, das streifenfrei aufzutragen. Aber wird ausprobiert, Leute. Bin ich gespannt drauf. Hier ist noch richtig viel drin, weil normalerweise hast du halt, wie gesagt, die 5 Produkte in der Beautybox. Hier ist die doppelte Menge, also schon mindestens 10. Speciology Clinical Formulation Shampooing. Ein reparierendes Shampoo mit Keratin und Arganöl. 60 ml sind hier enthalten. Ich glaube, dass ich genau von dieser Marke, weil die Flaschenform kommt mir gerade so bekannt vor, im Adventskalender oder in einer anderen Blissim-Box schon mal so ein Shampoo drin hatte und auch gerade für dienstags und freitags in Anwendung habe. Das finde ich cool, weil ich wasche mir jeden Tag die Haare. Ja, ich bin böse tatsächlich, aber ich kann nicht ohne, weil ich schwitze halt dann auch irgendwie. Ich gehe in den Garten, ich achte nicht so wirklich drauf, nicht dreckig zu werden. Da muss ich so oder so duschen gehen und Haare wasche ich immer mit, weil ich habe es auch öfters schon mal versucht, mir eben nicht jeden Tag die Haare zu waschen. Nee, auch sowas wie Fettkur habe ich schon mal probiert, das geht gar nicht. Genau. Was ich hier halt sehr, sehr cool finde, ist, dass du hier so ein, ne? Du musst es nicht aufdrehen und hast einen Deckel in der Hand, sondern du kannst es einfach aufklappen, Deckel hast. Oh, das riecht sehr, sehr angenehm. Nach frisch gewaschener Wäsche. Mag ich richtig gerne vom Duft her. Speciology. Ja, das ist toll. Okay, wir haben jetzt schon 3, 4. Oh, ich kann nicht mehr richtig hier irgendwelche Sachen hinstellen. Was ist das denn hier? 5, 6, 7 Produkte theoretisch. Haben wir hier noch 1, 2, 3 Produkte nur drin? Okay, ja, wir haben wirklich nur noch 3 Produkte hier drin. Okay, das ist geil. Lichtschutzfaktor 50 plus. Vielen Dank. Endlich. Mineralischer Sonnenschutz, das heißt, ich glaube, chemischen Sonnenschutz darfst du nicht verwenden, wenn du so zum Beispiel auch in der Schwangerschaft bist oder so, ne? Mineralischen darfst du verwenden. Mega. Also, ich bin nicht schwanger. Also, oh mein Gott, was erzähle ich hier? Bin ich nicht, Leute. Keine Sorge, aber das wollte ich nur mal kurz als Info weitergeben, tatsächlich. Hier steht very water resistant, also sehr wasserresistent. 99% natürlich Inhaltsstoffe, richtig geil. 71 Eco Sun Shield Invisible. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das wirklich invisible ist, weil mineralischer Sonnenschutz mit Lichtschutzfaktor 50 plus verspricht, also unsichtbar zu sein. Das testen wir doch mal aus. Da bin ich gespannt. Das kommt jetzt auch direkt in meine tägliche Routine mit rein. Ich habe eigentlich einen von Dalton, aber dann benutze ich die halt im Wechsel, ne? Jetzt habe ich euch gar nicht gezeigt, wie das rauskam. Das ist halt ein kleines Würstchen gewesen, was sehr seidig aussah. Und ja, man muss ja relativ viel auftragen. Es ist jetzt nicht invisible. Es sieht auch schon recht speckig aus, aber es ist jetzt nicht so ultra weißelnd, ne? Hinterlässt schon einen Weißschleier, aber jetzt nicht super extrem. In Relation, dies ist eine eingecremte Hand und das andere eine uneingecremte Hand. Riecht aber auch gut. Nein, aber es zieht recht gut ein. Na, ich glaube schon, dass es in Relation zu anderen Lichtschutzfaktor 50 plus Geschichten als invisible zu bezeichnen wäre. Ne? Aber man muss natürlich relativ viel davon verwenden. Normalerweise, mache ich auch nicht immer, eine Zeigefingerlänge fürs Gesicht, eine Zeigefingerlänge für so Hals und Dekolleté noch ein bisschen mehr wahrscheinlich und für die Ohren auf jeden Fall auch. Ne? Genau. Geil. Kommt aber auf jeden Fall jetzt schon mal in Anwendung. Und dann gucken wir mal, wie das so wird. Also wirklich sehr sommerliche Produkte, das passt. Cardales, ich glaube, da hatten wir auch schon mal
was von mit drin, aber ein kleiner. Sustainable Banana Science. Banana! Ich liebe Banane. Das ist eine Körpermilch, SOS Nourishing Body Lotion. Geil! 99,5% sind hier natürlichen Ursprungs, es ist vegan. Also das ist halt auch eine Sache von der Blissim Box eigentlich, jetzt abgesehen von diesem Lipgloss, den wir hier mit drin haben, haben wir relativ naturbelassene Produkte mit dabei. Hatten wir schon so ein... Ja, wir hatten schon mit Respire, ne? Hatten wir schon Körperkram. Es wiederholt sich schon ein bisschen. Ja, und sonst ist es ein bisschen ausgewogener. Aber gut, es sind jetzt auch keine Riesengrößen. Aber Banane ist noch zu. Rieche ich jetzt so nichts raus, ne? Habe ich aber richtig Bock drauf. Oh, geil. Nach Banane zu riechen. Ich liebe Bananenmilch. Ich liebe so vieles mit Bananen. Mein Freund mag gar keine Banane. Ich mag's. Ja. Das sind alle Bananen, die hier bei uns zu Hause einziehen, für mich. Ja, genau. Was ich auch immer geliebt habe, ist, wenn meine Mama so einen Obstboden gemacht hat, also so einen Erdbeerboden, sage ich mal, und dann halt nicht nur Erdbeeren da reingemacht hat, sondern auch dazwischen immer so Bananen. Oh, das war immer... Und oh, das ist so lecker. Macht sie immer noch manchmal. Genau. Das ist einfach eine beruhigende und nährende Körpergeschichte. Genau. Und alles soll soft und komfortabel werden, eine leichte Textur haben und delikat parfümiert sein. Also schon eine leichte Parfümierung hast du mit dabei, aber finde ich richtig geil. Banane. Passend auf jeden Fall für den Sommer. Das muss man wirklich sagen, ne? So, hier habe ich jetzt das letzte Produkt und das ist auch etwas, was ich immer so, ne, mit Blissim Box, ehemals Birch Box, in Verbindung bringen würde, weil New Seed ist eine Marke, die ich vorher auch noch nicht kannte. 99% sind natürlich Inhaltsstoffe und das ist ein Körperpeeling mit 30 Millilitern, was jetzt auch echt passt. Ne? Also, klar, also, ne? Wenn du dich dick mit Sonnenschutz eincremst, dann musst du es am Ende des Tages auch wieder runterwaschen. Und da hilft dir auch, wenn du alle, ja weiß ich nicht, wenn du ein- bis zweimal pro Woche so ein schönes Körperpeeling machst und schön die abgestorbenen Hautschüppchen auch runtermachst und das alles sauber kriegst. Naja, scheint mit Melone zu sein, oder? Weil hier eine Melone, ist das eine Melone? Das ist eine Hoffnung auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Weil hier so eine, sieht aus wie eine Melone, könnte aber auch eine Orange sein. Ich glaube, das wird eine Überraschung bleiben, denn das ist meistens noch komplett zu, genau, ne? Kannst jetzt nicht so reingucken. Ja, aber es riecht nach nichts hier aus, ne? Also es steht hier auch leider nicht mit dabei, welche Geruchsrichtung das ist. Vielleicht ist es aber auch Pfirsich? Ich weiß es nicht. Ich finde es auf jeden Fall cool. Hätte tatsächlich ein bisschen größer sein dürfen, weil das reicht ja nicht so lange tatsächlich. Ja, hier steht es auch ein- bis zweimal pro Woche machst du dir das drauf. Und ja, hier steht nicht, welcher Duft das ist. Schade. Aber gut, eine französische Marke und die haben wir hier auch mit drin. So, das waren jetzt die Produkte, die wir quasi ja im Prinzip für Juli und August in der Box drin hatten. Ich finde, dass sich das schon immer ziemlich lohnt, denn wir zahlen ja ungefähr 17 Euro also pro Monat, pro Box. Und hier haben wir dann ja quasi das Doppelte bezahlt, also 34 Euro. Da macht das Ganze schon Sinn, ne? Also wenn euch das Ganze interessiert, dann schaut gerne die alten Videos von mir auch dazu an, die anderen Unboxings, dann seht ihr auch, was da ungefähr immer so drin ist. Die kommt bei mir jetzt schon seit über einem Jahr auf jeden Fall, jeden Monat hier rein und ich stelle euch die immer wieder vor und ich muss wirklich sagen, sonst hätte ich das Abo gekündigt, ne, dass die mir gefällt. Also manchmal hast du hier Sachen dabei, wie das jetzt ja im September auch der Fall sein wird, wo was von MAC mit dabei ist oder dann hast du hier was von Rituals auch mit drin oder diese Marken sind auch geil. Also ich finde das mit dieser Lichtschutzfaktor-Geschichte total geil und ja, man hat einfach die Möglichkeit, so ein bisschen mal was Neues auszuprobieren, andere Marken auszuprobieren und deswegen gefällt mir das einfach so sehr. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass hier jetzt nicht manche Kategorien doppelt belegt wären, wie zum Beispiel Körperpflege oder halt ja Haarmaske, Conditioner, wie auch immer, sondern dass man da vielleicht ein bisschen dekorative Kosmetik mit reingelegt hätte. Ich nörgel immer, wenn nicht zwei oder drei dekorative Kosmetikprodukte drin sind, dann sage ich immer, ich möchte mehr davon. Nein, das wäre halt geil gewesen. Wir haben richtig schönen Nagellack. Ja, deswegen, also eigentlich haben wir schon coole Sachen mit dabei, aber ne, das wäre halt so meine Einstellung gewesen, ich komme nicht irgendwelche Sachen doppelt belegen, sondern entweder nur noch andere Kategorien dazu nehmen, zum Beispiel Fußcremes oder so, Handcreme, nee, Handcreme haben wir alle genug, glaube ich, aber Fußcreme und wobei den Baum kannst du ja auch universell verwenden. Egal, wäre halt nice gewesen, aber
Ja, ich habe halt keine Box, die ich selber packe, Leute. Tut mir leid, ne? Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, denn da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!